Wie lange wird fotografiert? Bis in die frühen Morgenstunden oder wird irgendwann das Tanzbein geschwungen? Ja, ich sage mal so, bis circa Mitternacht, spätestens eins, werde ich dann die Kamera beiseite legen und das Fotografieren beenden. Von Herrn Hector Kurz, erster Präsident von Lions Club Welz-Hanau. Ui, da waren viele Fans. Nummer 3, Monika Albert aus Welz, 16 Jahre jung. Sie wird begleitet von Herrn Ingenieur Georg Seelmeier, erster Präsident vom Lions Club Welz. Weiter geht's mit Nadja Seranic aus Welz, 15 Jahre jung. Sie wird begleitet von Herrn Magister Franz Schmidt-Wieser, erster Präsident von Lions Club Welz-Vollheim. Die Valentina Kirsch hat die Nummer 5 vom Rotary Club Welz-Nova. Geschäftsführer, Centerleiter des Maximarkt Welz, Egbert Holz und zugleich Präsident des Lions Clubs. Jetzt meine Frage, die Idee mit den Serviceclubs, die hier einzubinden, die hat voll eingeschlagen. Ich denke mal, die Idee war spitze. Der Christoph Hittmann hat da ein tolles Programm auf die Beine gestellt und wir von den Serviceclubs haben also mitgeholfen, diesen Ball zu dem zu machen, was er jetzt ist. Und ich gehe davon aus, der Ball, der wird Tradition bekommen. Vor allen Dingen hat es ja ein Manko im Vorfeld gegeben. Es hat bei weitem nicht die Karten gegeben, die eigentlich gewünscht worden wären. Das ist das Problem, dass wir hier im Greif also knapp 1000 Leute unterbringen. Aber die Location ist einzigartig und ich denke, es ist halt so. Wir haben 1000 Plätze und mehr gibt es eben nicht. Was ist denn eigentlich das Besondere überhaupt an einem Ball? Warum geht man auf einen Ball? Ja, im heutigen Fall ist es so, dass ganz einfach hier wirklich alles da ist, was in Welz Rang und Namen hat, aber auch sehr viele andere Menschen da sind, die einfach hier mitmachen wollen den Abend und es ist eine ausgelassene Stimmung. Jeder hat Spaß mit jedem und ich denke, das ist das Besondere an dem Ball, an dem Welser Stadtball. Jetzt der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass man den ersten Welser Stadtball live weltweit mitverfolgen kann. Wie kommt man auf die Idee? Das Internet ist das Medium der Zukunft und wir haben gesagt, der Welser Stadtball ist eine ideale Möglichkeit, das einmal zu beginnen. Die Technik ist nicht so leicht, aber ich glaube, wir schaffen das und das ist einfach die Zukunft und das wollten wir mal zeigen und wir sehen an der Reaktion aus SMS, die verschiedene Leute bekommen, dass also da schon hineingeschaut wird. Vor allen Dingen der Aufwand, ja riesengroß an Material und an Menschen. Ja, wenn man gute Mitarbeiter hat, die da mitmachen, dass einen guten Kameramann hat und einen guten Moderator, dann hat man natürlich auch eine Mordsfreude dabei. Jetzt der Detlef Heiß nur unterwegs, so als Spazierengeher oder wie schaut es mit dem Tanzen aus? Keine Zeit dazu, weil die Leute wollen ja alles Mögliche wissen, wie das läuft und warum das so läuft und wie das geht und da hat man keine Zeit zum Tanzen. Eine Dame, die natürlich Ballerfahrung hat, Silvia Wiesinger, Mastermind bei Raiffeisen in Wels, würde ich sagen, Silvia, erster Welser Stadtball gelungen? Ich bin sehr begeistert, also es ist Who von Wels vertreten und ich finde auch generell die Aufmachung und alles sehr an den Opernball angelehnt, mir gefällt es extrem gut hier. Opernball in Wels? Naja, wäre ein Ansatz, also wäre vielleicht für den Hippmann der nächste Denkansatz, ja. Ja, es wird beim Opernball ja sehr viel getanzt, wie schaut es mit den tänzerischen Einlagen der Silvia Wiesinger aus? Naja, ich bin ja eine Turniertänzerin im wahrsten Sinne des Wortes, aber leider Gottes gibt es zu wenig Turniertänzer. Das ist das Problem. Hubert, wie wär's mit uns? Jetzt, liebe Seherinnen und Seher, wird es etwas lauter werden, denn wir sind in der
Disco hier beim ersten Welser Stadtball. Genießen Sie einfach ein paar Eindrücke unseres, meines Kameramanns Florian. Ruhiger als in der Disco geht es in den anderen Nebenräumen zu, aber auch hier spielt es sich natürlich ganz gewaltig ab. Auch die Lions Polheim natürlich mitbeteiligt an dem Riesenerfolg des ersten Welser Stadtballs. Ich glaube, man kann nur zufrieden sein, wenn man so ein bisschen durch die Räume, durch den Ballsaal selbst geht. Das kann man tatsächlich sagen. Ich freue mich, nachdem wir da sehr viele Sitzungen beisammen gesessen sind, dass dieser Ball für die Welser wirklich ein guter und gelungener Ball ist, so wie man es bis jetzt einmal sagen kann. Vor allen Dingen jahrelang oder jahrzehntelang nicht gegeben, wiederbelebt und damit zu einem tollen Erfolg. Ja, ich bin ja eigentlich als Lions-Präsident, so wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen, das ist mir ja zugefallen, das war ein sogenannter Zufall, dass das gerade heuer das erste Mal ist, freut mich, dass ich da sozusagen dabei sein darf mit meinen Leuten und dass ich da mitorganisieren darf und sozusagen auch für die Stadt Wels und vor allem für die, die es brauchen, etwas Gutes tun kann. Ich muss das Mikrofon dann so über die Schulter geben. Walter, was sagst du zu dem Ball? Es ist ein sehr großer Erfolg. Also mehr wie in Gunskirchen. In Wels ist wirklich was los. Vor allen Dingen die Zusammenarbeit der Servicevereine, das ist ja wirklich sensationell, oder? Ja, natürlich. Ich habe gerade jetzt an der Seitel ein paar Stunden gearbeitet und Seitel Bier verkauft. Also, wie gesagt, also das macht das Ganze aus. Vor allen Dingen heute ja kaum vorstellbar, dass es ein Manko gibt, nämlich dass ich nicht so viele Karten habe, was ich eigentlich verkaufen könnte. Ja, das ist der Erfolg. Und das ist der Erfolg schon fürs nächste Jahr. Es war toll, wie engagiert Sie mitgearbeitet haben, um diesen tollen Ball zustande zu bringen. Und ein großes Dankeschön an Christoph Hippmann. Er hatte nämlich die meiste Arbeit. Und ich glaube, ihm einen großen Applaus. Bravo, vielen Dank, Frau Huber. Ballkönigin des ersten Welser Stadtballs ist... Die Verena. Wer heißt Verena? Huema. Verena Huema. So sieht sie aus, unsere Welser Ballkönigin. Lass mal ein bisschen, ganz kurz die Presse. Ich will jetzt das erste Foto machen. Herr Bürgermeister, ich darf Sie bitten, der Verena jetzt die Krone zu überreichen und auch die Siegerschärpe zu übergeben. Gehe ein bisschen auf die Seite. Sie ist quasi die Herrscherin jetzt über alle Bälle. Werden wir Sie jetzt dann gleich einmal fragen, was sie sich für ihre Amtszeit vorgenommen hat. Ja, und Herr Direktor Peter Jungreitmeier hat noch wunderschöne Blumen als offizieller Veranstalter dieses Stadtballs, die er jetzt auch noch der Verena übergeben wird. Und noch dazu war ja Ihre Begleitung. Es dürfte ja offensichtlich Glück gebracht haben. Ja, ein Mann, der mit Veranstaltungen auch sehr viel am Hut hat. Einer der bekanntesten Obmänner des Bezirkes Wels und weit darüber hinaus.
Hans Kronberger, auch beim ersten Welser Stadtball. Eröffnung gesehen, wird es gefallen? Sehr schön, also es erinnert an den Wiener Opernball und man kann sagen, Wels ist nichts hinten. So, jetzt wird es spannend für das romantische Wellnesswochenende in Balkenkirchen, mit zwei Personen in einem 4-Sterne-Hotel. Gewonnen hat die Nummer 14. Die Nummer 14, und zwar Rot 14, ausschließlich Rot 14. Ein bisschen mehr für die Kamera. First Lady aus Wellnesskasse. Es geht nicht schön runter. Aber wenn man so schnell nicht gelingt hat. Aber sie ist überhaupt nicht runter. Also, es wird spannend. Gewonnen hat das Los mit der Nummer 2. Der Direktor Goldberger von AWD darf den Preis überreichen. Da steht alles. Sagen Sie schon mal an Opernball? Nein, das haben Sie nicht. Sehr gut. Da kommt man am Welser Opernball und darf gleich zum Wiener Fest. Das ist sehr gut, ja, danke. Man kann ja, auch wenn man heute nicht gewinnt, auf jeden Fall eine Nummer für einen buchen, oder? Ja, das ist wirklich schon mal. Das ist schon möglich. Ich hätte die Möglichkeit, meistens aber dann aber nicht. Ich würde meine Urlaub buchen, wo ich Erzähl uns mal bitte was über Dubai. Verena, magst du nebenbei gleich einmal ziehen, dann wir uns ein bisschen unterhalten? Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass ein märchenhafter Ball nach einer märchenhaften Reise ruft und Dubai ist mit Sicherheit da ein echter Geheimtipp und sehr populär und unglaublich beliebt im Augenblick. Jetzt insbesondere in der Winterzeit, wo die Temperaturen und das Klima einfach ideal ist. Und wenn man das kombinieren kann mit einer Flugreise auf Österreich, wenn man dann bequem abgeholt wird und dann auf einem Luxuskreuzfahrt schiebt, eine Woche entlang der Küste fahren kann, nicht nur die Emirate sieht, sondern auch entlang der Küste bis nach dem Oman kommt und dann auch die wunderbare orientalische Stadt oder den Zug von Maskat besuchen kann, glaube ich doch, dass das ein wirklich würdiger Preis für diesen wirklich tollen, märchenhaften, würdigen Ball war. So, Rot ist die Farbe, die gewinnt, ausschließlich Rot. Gewonnen hat das Rot 194. 194, da gibt schon einen Aufschrei. Ganz wichtig natürlich bei so einem Ball auch das leibliche Wohl, damit man gestärkt zum Tanzen gehen kann. Wie schaut es denn aus? Was gibt es denn überhaupt alles heute? Für den kleinen Hunger haben wir heute Diavolo-Weckerl oder auch Prosciutto-Weckerl mit Mozzarella und Tomaten. Und für den größeren Hunger haben wir Pene mit Sahnesoße oder einen Beinschinken, frisch heruntergeschnitten. Für den Antipasti-Freund haben wir einen Antipasti-Teller, Gebäck nach Wahl. Und ich muss sagen, die Gäste genießen unsere Angebote. Pasión de atabal.
Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. What would you do if I came to life? Let me tell you this way.